Servus zum Wochenrückblick Nummer 36, glaube ich, ist es. Ich habe gar keinen blassen Schimmer gerade. Aber ist ja jetzt auch egal. Ich wollte einfach mal sagen, was dazu geschehen ist. Und dieses Video kommt jetzt, oder dieses Wochenrückblick ist der erste im neuen Jahr. Und ja, und ich will jetzt über die letzte Woche im... Nein, hat es hingepfeffert. Im letzten Jahr reden, ist da ein bisschen was gewesen. Also letzte Woche, ja, Kanal, was ist da so kommen, ja, standardmäßig, der war schlecht, standardmäßig, jeden Tag Planet Coaster, inzwischen habe ich auch den Fehler behoben. Juhu. Und wir fahren jetzt einfach mal weiter. Inzwischen habe ich den Fehler auch behoben mit den Spitzen. Es ist eine Weile lang jetzt immer wieder kommen, aber ja, ich habe es inzwischen doch gut hinbekommen. Jo. Und ja, glücklicherweise habe ich jetzt den Fehler weg. Es waren halt einfach wirklich die kompletten Winteraufnahmen. Also alle Planet Coaster Aufnahmen, wo die Schneelandschaft gehabt haben, waren mit den komischen Hochs. Es war ein bisschen bescheiden, aber inzwischen sind die Fehler behoben. Dann kam Montag World of Tanks, Tank Monday, und am Freitag der Blitz Friday. Ja, ich auch wieder ganz normal. Aber in den Blitz Friday erst am Donnerstag, glaube ich, haben wir ihn erst aufgenommen. Den nehmen wir irgendwie immer so spät auf. Genauso wie jetzt hat hier den Tank Monday für morgen. Werde ich wahrscheinlich auch erst heute Nacht aufnehmen. Also für euch heute Nacht. Für mich ist es morgen Nacht, weil wir momentan haben wir noch den 30.12. Ja? Und ja, das war eigentlich so das, was bei mir auf dem Kanal die letzte Woche passiert ist. Eigentlich nicht viel. Ich wollte eigentlich mal noch ein Video hochladen für Weihnachten, habe es aber irgendwie dann doch nicht geschafft. Und ja, jetzt sind wir hier. Im neuen Jahr schon. Und stimmt, ich will heute noch den Jahresrückblick aufnehmen, wo ihr bisher einfach drüber quatscht, was das Jahr passiert ist. Mal schauen, ob ich das so hinkriege oder nicht. Naja. Ja, aber sonst war es eigentlich. Von meinem Kanal her. Ach nee, eins ist mir aufgefallen, das habe ich wieder vergessen. Wir haben einen neuen in der Community mit dabei. Inzwischen sind wir 12 Mann stark. Ohne mich, mit mir sind wir 13 Mann stark. 13 Personen stark, eher gesagt. Freut mich, damit ich noch eine Person mehr unterhalten kann mit meinen komischen Videos. Die wirklich ein bisschen komisch sind alle. Naja, egal. Nee. So, und zu meiner Woche. Ja, was war die Woche bei mir los? Jetzt muss ich gerade überlegen. Eigentlich nicht viel. Es war ja Weihnachten dazwischen noch. Und, mein Fehler. Am zweiten Weihnachtstag waren wir bei meiner Oma. Das war der Montag, wenn es sich nicht täuscht. Muss ich kurz abbremsen, oben hinschauen. Dezember 26, genau, das war der Montag. Sonntag war ich bei meiner einen Oma und am Samstag bei der anderen. War ganz schön. Verwandtschaft wieder getroffen, ein bisschen gequatscht über alles Mögliche und. War richtig schön. Hab noch ein Manga bekommen. Jetzt habe ich alle Teile zusammen von dem Manga. Jetzt kann ich den fertig lesen, dann werde ich mir einen neuen schnappen. Ja, mal schauen. So, und dann, was ist die Woche noch so passiert? Na, dann war es eigentlich relativ eintönig. Ich habe eigentlich so gut wie nichts gemacht, die ganze Woche über. Mein Schüler habe ich zusammengebaut, auf dem ich jetzt sitze. Oh, Level Up. Ja, genau, ich habe meinen neuen Stuhl zusammengebaut. Den Need for Seat. Richtig bequem, auch mit dem Kissen hinten. Auch wenn ich es gerade nicht benutze. Und ja, auf dem sitze ich jetzt gerade immer und ist echt gemütlich. Ja. Ja, und sonst, was hat die Woche sonst noch so? Ich habe bei mir mal aufgemischtet. Mein ganzes PC-Zeug, weil ich viele, viele Kartons aufgehoben habe. Die habe jetzt alle rausgeschmissen. Muss jetzt im neuen Jahr auf jeden Fall wegfahren. Das sind jetzt 5 Säcke
fünf gelbe Säcke sind zusammengegangen, also Kunststoff, Plastik, Papier und einen großen Karton und zwei mittlere Kartons voll mit Pappe. Ja, ich bin immer noch ganz fertig. Es wird nur interessant. Naja, und jetzt am Freitag? Ja, Freitag war's. Oder? Ja, Freitag. Muss mal oben schauen, habe ich ein bisschen Kalender für die Schule. Am Freitag, also gestern für mich, für euch vorgestern, war ich noch beim Schießen. Es war wieder bei uns im, wo ich Fußball spiele, war Vereinsschießen von dem ortsansässigen Schützenverein. Da habe ich heuer wieder mitgemacht, habe 95 Ringe geschossen und einen Teiler von 139. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter euch Schützen, die mir das eher erklären können, wie die, wie der Teiler zusammengerechnet wird. Ich habe jedenfalls mitbekommen, die Punkte, wo bis 200 fehlen, die werden zusammen, die plus die Teile werden zusammengerechnet. Also war ich so Mittelklasse, ja. Naja, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr mal auf 100 zu kommen. Oder im Jahr 2017 halt. War auf jeden Fall wieder relativ schön. Wir sind Sechster geworden von 10. Ich habe für unseren Sportverein geschossen. Also Fußball. Da bin ich mit in der Vorschrift. Dafür habe ich mitgeschossen. Und war eigentlich relativ schön und amüsant. Wir sind um 8 Uhr angekommen und um 11 Uhr bin ich wieder heim. Es war echt cool. So, ja, momentan fahre ich einfach nur so ein bisschen die Landschaft entlang runter. Zum Quatschen. Jo. Und ja, was gab es denn noch so? Lass mal überlegen. Sonst war ich nicht mehr so viel. Jetzt Silvester war ich am Blingen, ob ich weggehe oder ob ich bei mir im Ort bleibe. Habe mich jetzt dazu entschieden, im Ort zu bleiben, weil dann bin ich einfach viel besser daheim. Ich sage, komme ich nicht, habe Probleme heimzukommen. Und kann auch am Sonntag dann eher wieder weitermachen, bei mir aufräumen, aufnehmen und alles. Und was war noch? Ach genau, mein neues Gehäuse ist angekommen. Meine Lüfter leider noch nicht, die werden erst am 2. Januar, also am Montag, verschickt. Also kommt erst Mitte der nächsten Woche an. Finde ich total schade. Muss noch ein bisschen warten, aber ich hoffe, damit werde ich ein bisschen die Temperatur und die Lautstärke von dem ganzen Gehäuse ein bisschen dämmen können. Ist um einiges größer. Ich werde dann wahrscheinlich, wenn der PC zusammengebaut ist, mal noch ein Video dazu machen. Vermutlich, wenn ich es nicht vergesse, wie er jetzt aussieht. Mit Fenstern an der Seite und beleuchtet. Dann möchte ich ein bisschen höher setzen, damit ich den direkt vom Bett aus sehen kann. So ist das Ziel. Und heute an Silvester habe ich auch noch vor, ein paar Fotos zu machen von dem Feuerwerk. Mal schauen, ob es alles hinhaut. Ich bin gespannt. Ja, aber das war es dann, glaube ich, soweit von meiner Woche. Eigentlich gar nichts passiert. Ich habe wieder ein bisschen Geld ausgegeben bei Steam. Zum Beispiel Fallout 4 habe ich mir jetzt gekauft. Und noch ein paar Spielchen. Ganz schlimm für mir. Und sonst war es eigentlich. Also war keine großartige Woche jetzt. Oh, es war Fehler. Ja, war jetzt so großartige Woche bei mir. War halt der Ferienwoche jetzt. Die anstehende Woche, da steht wieder ein bisschen mehr an. Allgemein im Januar. Ich werde auf jeden Fall jetzt nächstes Mal meine Projektarbeit machen müssen. Der wird sich ganz wohl geschoben und lernen. Das wird noch interessant. Und dann, ja, schauen wir mal, wie dies nächstes Jahr verläuft. Dazu aber dann im Jahresrückblick und ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Let's Rutsch hört sich echt gut an, aber ich möchte einen Kronk nachmachen. Das wird interessant werden, wie ich das jetzt nenne. Und wo ich jetzt aufnehme, ob ich das jetzt hier mit dem mache oder ob ich einfach Feuerwerk heute aufnehme. Ich weiß noch nicht. Damit es als das Video dann erst zum 2. Januar hinkommt. Ich weiß echt so noch nicht, wie ich es mache. Ist schwierig zu sagen, wie ich das alles mache. Ich werde auf jeden Fall noch bisschen heute aufnehmen und ein bisschen spannen. Dann nächstes Jahr mehr Vorsätze nehmen. Mal schauen, was sich umsetzen lässt. Naja, ich will aber jetzt nicht mehr länger aufhalten. Das glaube ich schon wieder seit 10 Minuten fast schon schmarrn. Ja, Woche war langweilig. Ist nicht passiert. Ein bisschen gezockt. Das war's. Auf Kanal ist auch nichts Neues
los gewesen, außer die Information kann ich geben, damit ich, ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, aber Assassin's Creed 3 wird die nächste Zeit nicht kommen. Ich bin dann einfach zu sehr beschäftigt im Januar mit Schule und mit anderen Sachen. Es ist eigentlich irgendwie jeden Tag was anderes. Und wenn es gut läuft, kann ich wieder mit Fußball anfangen, mit Training. Und ja, das wird dann wahrscheinlich eher weniger was. Somit wird es einfach so weiterlaufen wie es bisher, ohne Assassin's Creed. Na gut, das war es auch gewesen. Eins habe ich noch zu sagen. Während ich hier drin stehe, jetzt reden wir einfach mal so, weil wir an der Grenze sind. Ich war bei Assassin's Creed, den Film im Kino. Für alle Assassin's Creed Fans unbedingt ein Muss. Er ist richtig, richtig klasse geworden. Sie haben perfekt die Balance zwischen Realität, also Gegenwart, exakt, und Vergangenheit perfekt gemacht. Actionreich in beiden Sequenzen, also in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Echt empfehlenswert. Das wollte ich nur sagen, also mir hat das sehr gut gefallen. Daumen nach oben. 10 von 10. Ich bin da echt schlecht darin. Ich sage immer, das ja, bewährt sowas immer relativ gut. Naja, also, das soll es gewesen sein. Wir sind hier an der Grenze von der Welt. Sind jetzt auch ein gutes Stück gefahren. Somit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch ein... Stopp mal. Nein. Stoppen. So. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins Jahr. Und ich freue mich, mit euch zusammen das Jahr 2017 hier auf dem Kanal gestalten zu können. Das auf jeden Fall noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus.